Seit 1. Januar 2005 gibt es die Lkw-Maut in Deutschland. Sie gilt auf 12.800 Kilometer Autobahn und auf 2.300 Kilometer Bundesstraßen. Jetzt soll sie ausgedehnt werden. Ab 2018 soll die Lkw-Maut auf weiteren 40.000 Kilometer Bundesstraßen gelten. So ein neuer Gesetzentwurf von Verkehrsminister Alexander Dobrindt. Der Grund? Die Verbesserung der Finanzierung von Bundesstraßen. Das Verkehrsministerium hat ausgerechnet, dass dadurch zusätzlich 130.000 Fahrzeuge mautpflichtig werden. Und das soll eine stattliche Summe in die Kassen der Regierung spülen. Ab 2018 sollen so Mehreinnahmen in Höhe von ca. 2 Milliarden Euro fließen. Die Zeit drängt. Viele Straßen und Brücken müssen saniert werden. Denn die Verkehrslawine rollt immer weiter und wird immer größer. Bis 2030 soll der Personenverkehr um 15% und der Güterverkehr um sage und schreibe 40% steigen. Deshalb muss bei verstärkter Abnutzung mehr Geld ausgegeben werden, um den Verfall der Straßen zu stoppen. Dass auch über eine Ausdehnung der Maut für kleine Laster ab 3,5 Tonnen nachgedacht wird, zeigt, wie knapp die Kassen sind. Auch Fernbusse könnten künftig mautpflichtig werden. Einnahmen werden dringendst gebraucht, denn die Umsetzung des Bundesverkehrswegeplans bis 2030 kostet rund 260 Milliarden Euro.